Schau mal. Ich meine, alle Baumsamen wollen wir ordentlich hergeben, weil wir ja weiter Bäume haben wollen. Good humor today, ne? Das ist super. Und clear and sunny. Könnte ruhig mal regnen. Das muss ich, das spart. Parsnip. Nein, ich will nicht den Parsnip essen, um Himmels Willen. Die können wir gleich weg. Mussten eh noch Parsnips sammeln. Wir brauchen goldene. Meine Quellen erzählen mir, dass du dich im alten Community Center herumgetrieben hast. Warum besuchst du mich nicht? Meine Kammern, was auch immer, sind westlich des Waldsees. Teichs. Im Steinturm. Ich habe vielleicht interessante Informationen, die dein Rattenproblem betreffen, sagt der Zauberer. Und lieber Farmer Yuna. Es tut mir wirklich leid, dass ich mich über das Haus, die alte Hütte deines Großvaters lustig gemacht habe, als wir uns das erste Mal getroffen haben. Es ist wirklich ein nettes kleines Haus. Wie auch immer, wenn du irgendwann mal mehr Platz brauchst, da kann ich helfen. Ich weiß schon, das ist Robin. Das ist Robin, die will, dass wir ihr Geld geben. Wir haben aber gerade nichts und das wollen wir auch noch nicht, aber später. Okay, wenn du mir, ne, Rohmaterialien und was bezahlst, Haus größer machen, hat uns gestern doch erst jemand gesagt. Die erste, genau, eine Küche. Die erste Erweiterung beinhaltet eine Küche. Mit einer Küche kannst du. Wie kann ich kochen? Ja, oh. Wow. Ich kann mit der Küche kochen. Hätte ich nicht gedacht, hätte ich nicht gedacht. Ja, alle Rezepte, die du gelernt hast. Ja, Ja, wie auch immer, ich hoffe, du fühlst dich langsam zu Hause in Stardew Valley. Robin. Ja, komm mal. Ah, machen. Also, machen wir das. Dann zum Zauberer. Und dann noch in die Mine. Ja, ich weiß, danke. Immer dieses Ausrufezeichen, was dann so penetrant so am, ne, am Eskalieren ist. So, klick mich an! Klick mich an! Klick mich jetzt sofort an! Ich schwöre dir, wenn du mich nicht sofort anklickst. Dann beleidige ich jetzt noch deine Mutter und ach. Da muss man halt drauf drücken, dann ist wieder happy. Wie so ein kleines. Ein kleines Kind. Mal mit Süßigkeiten bestechen. Oh nein! Mein Gott. Gießkanne wird das erste sein, was wir aufwerten, wenn wir die Materialien dazu haben. Das ist ja furchtbar. Nee, war der Spitzhacke. Dass wir schneller runterkommen. So nämlich. So nämlich. Zack, zack. Ja, das frisst Energie. Da haben wir am Ende wahrscheinlich nur noch die Hälfte, aber das könnte reichen. Good Humor ist nicht schlecht. Ich meine, wir könnten. Oh, ja, wir gucken gleich noch nach dem Field Snack. Bisschen Essen und Energie wieder, dann schauen wir, wie weit wir runterkommen können. Das könnte doch was werden. Zack, zack, Wasser. Sonst muss ich eh gleich. Ey. Ich werde Wasser holen, nicht Wasser ausleeren, aber egal. Klappt. Zack, zack. Die Zeit vergeht. Hey, die Zeit vergeht so schnell immer. Fragt man sich, wo der Tag hin ist. Ganz besonders krass, wenn man nur durch die Gegend läuft, irgendwelche Botengänge und so Zeug macht und auf einmal ist abends und ich so, hä? Ich hab doch gar nichts gemacht heute. Nichts. Und der Tag ist schon vergangen. So, weg damit. Dann, oh, Schwert nach vorne. Wir brauchen den ganzen Platz. Der wird wahrscheinlich noch nicht mal richtig reichen. Und runter. Hier ist schon wieder Zeug nachgewachsen. Macht gar nichts. Ab geht's zum Zauberer. Wir haben noch. Ich hab die Field Snacks vergessen. Egal, wir müssen irgendwie nochmal da lang zurücklaufen. Samstag, der 6. Wir laufen und laufen durch den Wald. Im Wald, da ist es kalt. Zack. Zack. Und Abmarsch. Schönen guten Tag. Jetzt kommt genau. Den Journal updated. Kann ich gerade nicht gucken. Hier ist der. Ah, komm herein. Was war das gerade? Ich bin Rasmodius. Seher der arkanen Wahrheit oder so? Wahrheiten? Ich habe keine Ahnung, was das heißt zwischen physischer und ätherische Ebene. Herr der sieben Elemente. Sieben.
Hüter der geheimen Du verstehst den Punkt. Ja, du bist beeindruckend. Hab ich verstanden. Ich bete dich an. Und du, Yuna, the one... die eine, die... Oh, der hat mich schon lange erwartet. Dafür hast du mich am ersten Mal aber nicht reingelassen. Hier, ich möchte dir etwas zeigen. Mach mal. Pass auf. Oder steht, bleib zurück, irgendwie so gleich. Oh. Den Kollegen kennen wir. Ich hoffe, du tust ihm nicht weh. Ich hoffe, das waren Freudengeräusche und keine Schmerzensgeräusche. Du hast schon mal einen gesehen, nicht wahr? Jep. Den Kollegen zweimal. Er hat sich dann wieder versteckt. Sie nennen sich selbst Yunimos. Mysteriöse Geister. Diese. Okay, warte mal. Und aus irgendeinem Grund wollen sie nicht mit mir sprechen. Wahrscheinlich bist du unheimlich und du rufst sie hierher, hältst sie da fest und die haben eigentlich gar keinen Bock auf dich. Ich weiß nicht, wie oft du die nötigst, zu dir zu kommen. Ich bin nicht sicher, warum sie in das Community Center gezogen sind. Aber du hast keinen Grund, sie zu fürchten. Das ist schön. Ja, die sind auch verdammt niedlich. Ja, genau. Genau. Jetzt habe ich ihm erzählt von dem Kunststein, den ich gesehen habe, wo Zeug draufsteht, was ich nicht lesen kann. Oder dem Schriftrolle. Okay, oh, du hast eine goldene Schriftrolle gefunden in einer unbekannten Sprache. Sehr interessant. Bleib hier. Ich schaue mir das selbst an. Ich bin sofort wieder da. Gut, wenn er sofort wieder da ist. Huch. Warum kommt er zur Tür rein? Ist er jetzt dahin gesprintet oder hat er sich vor die Tür geportet? Hä? Ich habe die Notiz gefunden. Okay. Und hast du nur deine Kameras da? Die Sprache ist, komisch, egal. Aber ich war... ich konnte sie entziffern. Okay. Wir, die Yunimos, sind froh, dich... ich weiß nicht, zu treffen. Was auch immer. Oder sich um uns dich zu kümmern, irgendwie so. Im Gegenzug fragen wir nach Geschenken des Dorfes. Der Stadt. Des Tals? Was auch immer. Stadio des Tals vielleicht. Ah, ja. Was? Wenn du der eine mit dem Wald bist, the Forest, dann... okay, also... aber wenn ich eins mit dem Wald bin, werde ich die wahre Natur dieser Schrift erfahren, wahrnehmen, sehen. Nein, des Waldes, mit des Waldes. Was meinen Sie nur? Ja, Bäume knuddeln. Stinkig. Er macht... macht er. Ein Bluthund. Aha! Ja? Komm her. Bisschen gruselig, der Typ. Bisschen gruselig. Okay, ist ganz zufällig, ne? Hat er in seinem Topf Zutaten des Waldes. Babyfarn, oh nein! Moos, Karamell, was? Karamellhut? Ist das ein Pilz oder was? Kannst du riechen? Ja. Hier, trink aus. Ich hoffe doch nicht den ganzen Kessel. Und lass die Essenz des Waldes deinen Körper durchfluten. Oh ja, 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 ich wäre auch ähnlich begeistert. Okay, ich muss nur einen Becher trinken, hoffe ich doch. Oh, Energie. Wie geht's? Na gut, kannst du einfach in den Topf reiern. Von der Farbe her fällt das nicht auf. Jetzt fährt man hier eine Show. Da kann einem ja fast schlecht werden von... und ein bisschen fliegende Bäume. Entwurzelte Bäume. Ist das, soll das so? Geht's denen gut? Oder ob der Zauberer werden. Ah, du hast die Kraft der Waldmagie errungen. Jetzt kann ich die wahre Bedeutung der Junimus-Kreuz erfahren. Ich kann's lesen jetzt. Cool. Und der hat mich rausgeschmissen? Oh, ich darf auch rein. Hallo. Ah, ja, ich hab dich schon lange erwartet, Junge. Ja, okay. Das hast du gesagt. Oh, mein Schicksal liegt in deinen eigenen Händen. Okay. Ganz schön theatralisch, der Junge. Aber es... hat die...
Der Baum hat gerade einfach, oder war das, oder war da ein Eichhörnchen? War das gerade eins Dings gedroppt? Und das ist ja gar nicht so schlecht. Wir wollen ja so ein Field-Snack machen. Komm her. Zack, zack. Abmarsch. So, wir haben da tatsächlich ein bisschen Energie wieder gekriegt. Finde ich super nett. 10:20 Uhr. Geht noch, geht noch. 5 Level sollten wir auf jeden Fall schaffen. Vielleicht sogar mehr. Ist ja heute gut Humor. So, die, ja. Info vielleicht, wer das nicht weiß. Die Höhle ist unterteilt in Level. Muss man sich nach unten graben, dann Leitern finden. Und alle 5 Level gibt's. Hoppala, alle 5 Level gibt es ein. Ach, wenn wir alles abholzen, hier kriegen wir noch genug Zeug. Genau, was wollte ich gerade sagen? Jetzt habe ich mich selber unterbrochen. Alle 5 Level kann man dann den Aufzug benutzen und dann kann man später auf das Level zurück. Und so arbeitet man sich langsam runter und je weiter man runter geht, desto stärker werden die Gegner. Man kriegt auch Waffen, man kann sich auch in der Abenteurergilde Zeug kaufen dann. Und wird dann ein bisschen schwieriger, aber man kriegt dann auch das Erz und so, was man braucht. Erst Kupfer, dann Eisen. Gold. Später sogar Iridium, aber nicht dort. Hallo Linus. Aber oh, der fällt mir. Ich bin alleine ganz glücklich, weißt du. Ich brauche keine Freunde. Oh Mann. Mensch, Linus. Das ist so negativ. Und wie lange lebt der da schon? Zack. Glaube ich noch keine. Aegner. Oh, gut, Humor, ich sehe schon. Ja, Leiter. Wir versuchen jetzt einfach nur erstmal so schnell wie möglich runterzukommen. Lass mal. Okay, aber das Kupfer muss ich mitnehmen, komm. Weil dann gibt es auch wieder, glaube ich, eine Mission, Aufgabe, was auch immer. Wenn es einem so ins Gesicht läuft. Und ansonsten, wie gesagt, versuchen wir einfach nur schnell runterzukommen. Wir können ja später dann auf die Level zurückkehren. Und erstmal wollen wir möglichst schnell nach unten. Also eine Kisten aufmachen ist auch immer ganz cool. Da sind ganz nette Sachen drin. Was wie Cave Carrot kann man auch essen. Zack, guck mal, das war schon die 5. Oh, hier haben wir jetzt Gegner. Zack. Oh Gott, brauchen die viele Hits. Oh Gott, das will. Wir machen erstmal Geld in den Rucksack investieren. Oder wir Geld in Waffen investieren. Oh je, da, also da war gar kein Bock, sich mit denen anzulegen. Sind noch viel zu stark, ehrlich mal. Leiter, Leiter. Du willst mir eine Leiter geben? Du willst mir eine. Nee, ist mir egal. Ich leg mich nicht mit dir an. Leiter. Versuchen jetzt, wie gesagt, oh, schnell wie möglich runterzukommen. Auf die 10 schaffen wir noch, komm. Auch mit dem bisschen Energie, was wir noch haben. Wir nehmen jetzt mal auch nur die Steine, die mit einem Ding kaputt gehen. Ah, das Kupfer. Oh, hier ist so ein Kreis. Ja, aber, ja. Wie gesagt, das ist ja immer wieder neu. So ein Quarz. Okay. Nehmen wir mit, mein Gott. Wir haben noch 2 Field Snacks. Upala. Okay. Ich esse gleich beide. Könnte echt unangenehm werden. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch was zu essen. Diesen Fässern und so, die kann man aufprügeln und dann an da was zu essen drin sein. Cave Carrots. Ich nehme jetzt nur die, die man mit einem kaputt machen kann. Komm her. Komm her. Komm her. Danke. 7. Den lege ich mich jetzt gar nicht an. Ich lasse jetzt mal auch das Kupfer noch liegen. Ich möchte nur nach unten. Weil natürlich Schwertschwingen nichts kostet. Die können ja. Leitern droppen auch. Aber es dauert an dem Punkt echt lange. Ah, naja. Komm, dann gehen wir, holen wir uns den Kollegen auch noch. Zack. Oh ja, da hinten ist vielleicht. So, ist da was drin, was guckt? Da ist natürlich nichts drin. Schande über diese Kiste. Ja, eine Geode. Geode ist schön. Da
hast eine Geode gefunden. Ja, der Schmied kann sie ja auch für dich aufbrechen. Wer weiß, was drin ist. Da sind eine Menge coole Sachen drin. Ja, Geoden brauchen wir ganz viele, weil das recht random ist, was drin ist. Das war keine Leiter. Oje. Noch eine Geode, auch schön. Mussten wir erst eine finden, dass wir noch mehr kriegen können, oder? Acht. Ey, jetzt müssen wir echt Glück haben. Hardwood, naja. Ach so, Mist, ich hätte erstmal Gegner suchen sollen. Statt meine Energie direkt zu verballern. Nur Holz. Irgendwas wegschmeißen. Oh, warte, die kann ich essen. Dann nehmen wir das Holz noch mit. Komm her. Zack. Die kann ich essen. Die kann ich essen. Die kann ich essen. Wir schmeißen einfach mal. Ist ja egal, wir kriegen es ja gleich wieder. Oder haben wir gerade gesehen, das brauchen wir fürs Community Center. Ja, aber die gibt's en masse. Wir werden die jetzt essen, weil wir wollen auf die 10 runter. Aber mal, ja komm, wir kriegen da nochmal was. Wir kriegen nochmal was. Deshalb ist es halt so wichtig, dann das Rucksack-Upgrade zu haben, weil es ist so schnell voll. Das ist dann echt unangenehm, wenn man sich dann entscheiden muss, was man zurücklässt. Wenn man doch am liebsten alles haben möchte. Alles. Alles von überall. Gib mir eine. Danke. Eine noch. Oh ja, oh ja, oh ja. Das ist schön, das ist schön. Nice. Okay, jetzt... Okay. Vielleicht lassen wir gleich was da. Zack. Gib mir eine. Egal, das können wir uns erlauben. Bleiben wir einfach hier ganz kurz frei stehen. Eine Leiter. Gib mir eine Leiter. Ups. Autsch. Nicht, nee, 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 nee. Du gibst mir eine Leiter? Ey. Ist auch echt viel Kupfer. Aber ja, wir... Ja, wir haben noch Energie. Wir haben noch Energie. Wir brauchen nur noch ein Level. Also wir können uns jetzt das Kupfer, glaube ich, auch holen einfach. Ja. Ich will aber auf jeden Fall... Ich hau dann das Holz weg oder so. Das ist... Holz. Wir brauchen Holz. Kupfer nehmen wir mit. Brauchen wir nur noch ein einziges Level. Dann haben wir 10 Level heute geschafft, was sehr gut ist. Wieder mit mehr Essen und so kann man noch mehr reißen natürlich. Und wir hauen weg, was wir hauen. Ja, wir hauen das normale Holz weg. Brauchen wir auch, aber wir haben genug auf der Farm und überall, das wächst nach. Hardwood ist wichtiger. Nämlich erstmal schwieriger zu bekommen. Gib mir eine Leiter, um Himmels Willen. Ich habe gleich keine Energie mehr. Ich will diese Cave Carrot nicht essen. Ich will die behalten. Zack. Gut, ich muss die gleich essen. 9. Oh, Kollege. Gibst du mir eine Leiter? Gib mir eine Leiter. Komm hier, komm hier. Gib mir eine Leiter. Eine. Manu. Noch 6. 2. Oh je. Ich will hier nicht ohnmächtig werden. Bei dem Rest kann ich... Ich kann es nicht essen. Ich kann nichts damit machen, ne? Bait kann ich machen. Ah, tut das weh. Weh, ich habe die umsonst gegessen. Wenn ich das jetzt trotzdem nicht finde. Gib mir eine Leiter, um Himmels Willen. Gib mir doch bitte eine Leiter. Nein. Oh. Ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Oh, Manu. Jetzt kann ich nach Hause kriechen. Ach komm, Manu. Runter. Ey, das bin ich... Ja, ne. Richtig, richtig toll. Ja, selbst schuld. Was wollte ich auf das Kupfer mitnehmen? Ja, wir haben ja noch genug Energie. Nein, hatte ich nicht. Ach, ich bin so doof, ehrlich. Warum habe ich nicht einfach erstmal die elendige Leiter besorgt? Manu, 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 Manu.
Ist das ärgerlich? Ist das ärgerlich? Könnte ich richtig ausrasten einfach. Ah, jetzt kriechen wir nach Hause. Ja. Als ich noch jünger war, war ich schneller unterwegs. Aber jetzt. Jetzt geht das alles nicht mehr so. Ihr jungen Hüpfer versteht das gar nicht. Ja, zu meiner Zeit war das noch anders. Da war alles anders. 1952, als ich noch jung war, da konnte ich rennen. Jetzt kann ich nur noch laufen. Fehlt nur noch der Gehstock. Und ich habe sie ganz umsonst gegessen, die Cave Carrot. Ist das ärgerlich? Ja. Kurz das Zeug aufräumen. Ich bin schnell. Bin schnellste Frau der Welt. Hier was, das da rein. Das nicht. Da haben wir hier, hatten wir. Zack, zack. Wir haben gesagt, erstmal alles aus der Höhle da rein. Dann. Ja, wir gehen morgen bestimmt gleich wieder. Das heißt, wir nehmen die Gießkanne mit. Wir legen uns hin. So langsam jetzt noch zu dem Wasser runterlaufen. Das dauert ja Ewigkeiten. Also gute Nacht. Oh, ja. Ausruhen. Level 1 Mining. Eine Cherry Bomb. Das ist schön. Und das war's. 140 vom Parsnip. Parsnip. Tag 7. Schön. Schön, schön, schön.